Der nächste Talk handelt über den Drone Attack. Und das wird Spaß, hat Sebastian Schinzel, der Referent, gesagt. Er hat sich für IT-Sicherheit interessiert seit einer langen Zeit. Er hat einen Doktortitel an der FH Münster und ihr erinnert euch vielleicht an seine Talks beim 31C3, 28C3 oder sogar 29C3. Heute geht es um den Drone Attack und wie man TLS angreift mit einem Server, der SSL Version 2 unterstützt. Bitte gebt einen Jubiläumsapplaus für Sebastian Schinzel. Okay, ja, vielen Dank für die Einführung. Es ist großartig, wieder hier zu sein und ich bin sehr froh, dass jetzt niemand geht, denn wir haben hier eine neue Verwundbarkeit von SSL 2. Das ist irgendwie alt, aber der Attack hat einen Namen und hat eine Website und sogar ein Logo. Und als ich das gesagt habe, nachdem ich das gesagt habe, bin ich jetzt sehr froh, dass niemand geht. Auch deswegen. Der Talk geht um einen Einbruch in TLS und ich denke, mehr oder weniger alle in diesem Raum verwenden TLS, wahrscheinlich sogar jetzt, genau in diesem Moment, weil eure Mobiltelefone jetzt auf Twitter nachschauen, was los ist, oder Facebook, also HTTPS benutzen, oder ihr schaut nach euren E-Mails über den Browser oder über ein E-Mail-Programm. Ja, es ist also wirklich wichtig und der Drone Attack hat 15 Autoren, die natürlich nicht alle herkommen konnten. 6 von uns, die auf dem Bild hier, das sind ist die größte Anzahl von Menschen, die wir auf einem einzelnen Bild unterbringen konnten. Und wenn ihr genau hinschaut, ich bin hier sehr froh, dass wir den ersten Pony Award bekommen haben für den besten Krypto-Angriff 2016. Wir sind sehr, sehr froh darüber. Aber wenn wir über SSL Version 2 reden, was ist das eigentlich? SSL Version 2 wurde im Jahr 95 erstellt und sofort im Jahr 95 auch gebrochen, im gleichen Jahr nur nach wenigen Monaten. Wie sah das Internet damals aus in dieser Zeit? Naja, ziemlich genauso wie hier auf diesem Bild. Das ist das Internet der 1990er Jahre mit einigen kryptografischen einfachen Dingen wie DSRC4, RC2. Die meisten davon sind also schon gebrochen und einige wirklich interessante Dinge. Also hier zum Beispiel 40 Bits für Exportstärke. Also eine Kryptografie-Algorithmus, der aus politischen Gründen erzeugt wurde. Kryptografische Regulierung in den 1990er Jahren sagten, dass für Export nur Kryptografie verwendet werden durfte mit einer bestimmten Stärke, mit einer bestimmten Maximalstärke für Export aus den USA heraus. Und das sehen wir hier. Im Jahr 95 ist die SSL Version 2 sofort gestorben. Und der Grund ist, dass die Ersteller, Netscape hat das veröffentlicht, nicht den Handshake authentifiziert haben. Also ein aktiver Mensch in der Mitte konnte einfach den Handshake abfangen und dann den Server auf beiden Seiten, Server und Client, dazu zwingen, eine sehr, sehr schwache Verschlüsselung zu verwenden. Und das konnte man nicht fixen. Das war ein Protokollproblem. Das war also nicht fixbar. Ein Jahr später, 96, gab es SSL Version 3, was immer noch die Basis auf der Protokollebene ist für all das TLS, was wir heute sehen und das wir benutzen. Wir können also sagen, okay, SSL Version 2 wurde 1995 veröffentlicht und gebrochen in 1995. Niemand jeweils wird das noch benutzen, oder? Na, ich habe einige Daten für euch. Dies hier ist ein internetweiter Scan des IPv4 Version 4-Internet im Jahr 2016. Und was ihr hier seht, ist nicht die Anzahl Hosts, sondern der Prozentanteil von all den TLS und SSL unterstützenden Systemen auf dem Internet. Und hier seht ihr zum Beispiel, dass 28% aller Servers, die auf Port 25 SMTP zuhören, SSL Version 2 verwenden, was wirklich sehr seltsam ist. Ich komme zu diesem Punkt später noch. Was war der Grund? Und sogar für HTTPS, also Port 443, sehen wir immer noch 17% aller Hosts da draußen, die
direkt SSL Version 2 unterstützen, was wirklich seltsam ist, oder? Man könnte also direkt sagen, diese alten Dinosaurier, die kommen alle zurück irgendwie und verfolgen uns User im Internet, nicht wahr? Also, um euch einen Überblick zu geben, worum geht es bei Drown? Drown ist ein ziemlich geschickter, eine Kette von Exploits. Und es wird einige Zeit brauchen, all die Puzzlestücke zu erklären. Dies ist also nur ein kurzer Überblick über die Voraussetzungen, die ein Angreifer braucht, um einen Drown-Exploit zu fahren. Zunächst mal können wir also eine von 1000 TLS-Verbindungen brechen. Nicht alle, nur ein Promille. Das heißt also im Wesentlichen, um eine eurer TLS-Verbindungen zu brechen, muss der Angreifer im Durchschnitt 1000 Verbindungen von euch einsammeln, zuhören können. Es können Verbindungen sein, die vor langer, langer Zeit vor der Bekanntheit von Drown entstanden sind. Es ist ein passiver Angriff. Also einfach auf Record zu klicken in eurem Wireshark reicht bereits aus. Und wenn ihr dies nun beim Kongress vor 3 oder 4 Jahren gemacht habt, dann könnt ihr die TLS-Verbindungen, die ihr damals aufgezeichnet habt, jetzt unter bestimmten Voraussetzungen vielleicht jetzt noch brechen. Okay. Das ist nicht kostenlos. Ihr braucht etwa 2 hoch 50 Verschlüsselungen durchführen. Das ist viel. Das ist machbar, aber wir müssen ziemlich gute Hardware brauchen, ziemlich fette Hardware. Und wir müssen etwa 40.000 Verbindungen zu diesem Server aufbauen, der dieses SSL-V2 noch unterstützt. Und ein sehr wichtiges Ding ist, Clients unterstützen eigentlich SSL-V2 nicht mehr seit langer Zeit. Der letzte Browser, der das unterstützte, war Internet Explorer 6 auf Windows XP. Okay, also und selbst Internet Explorer 6 würde immer SSL Version 3 bevorzugen. Wenn es also Version 3, wenn es möglich war, Version 3 auszuhandeln, würde das immer benutzt werden. Es ist also so, dass wir wirklich TLS brechen wollen. Das, was eure wirklich aktuelle Client benutzt, unter der Voraussetzung, dass derselbe Server auch SSL Version 2 unterstützt, was wirklich seltsam ist, ja. Aber wir machen das so, wir brechen TLS unter Benutzung von SSL V2. Okay. Wir haben einen Exploit gemacht und wir haben auch eine Menge Aufwand verwendet, diesen Angriff zu optimieren. Und das Beste, was wir machen konnten, ist eine einzelne TLS-Verbindung auf Amazon EZ2 für $400 zu brechen. Also wenn jeder von euch vielleicht 50 Cent spendet, das würde bereits ausreichen, um eine einzige TLS-Verbindung zu brechen. Und ich muss nicht viel TLS-Verbindungen brechen, nur eine einzige reicht aus. Eine, die euer POP3-Mail-Client vielleicht pro Minute verwendet, um eure E-Mails abzurufen. Und da ist dann euer Passwort drin, im Klartext, wenn die Verschlüsselung gebrochen ist. Und wenn wir das haben, dann können wir natürlich alles Mögliche weitere brechen. Also eine einzige Verbindung, die richtige Verbindung, reicht in den meisten Fällen aus. Okay, ich habe gesagt, dass wir viele Puzzlestücke haben, die wir brauchen. Und ich versuche, die jetzt mal zu gruppieren in den Haufen, um das besser verdaulich zu machen. Das Erste, worüber ich reden werde, ist ein besonderer Angriff, über den ich vor 2 Jahren bereits berichtet habe. Ich werde Ihnen kurz erklären, wenn ihr euch interessiert dafür, in die Details für den Bleichenbacher Angriff, also 98, dann schaut euch meinen Talk beim 31C3 an. Ich werde euch ein neues Protokollproblem in SSL Version 2 zeigen und ich werde erklären, was das mit den 40-Bit-Export-kryptografischen Algorithmen zu tun hat. Und wenn wir diese 3 Stücke kombinieren, haben wir einen praktischen Angriff gegen SSL Version 2. Was nicht wirklich relevant ist, weil niemand eigentlich mehr SSL Version 2 im Internet spricht. Wir müssen aber die Server finden, die das immer noch unterstützen. Wir konnten keinen Client finden, der immer noch SSL Version 2 aushandelt in der Kommunikation. Eine zweite Sache, die wir brauchen, ist geteilte Schlüssel zwischen verschiedenen SSL- oder TLS-Versionen. Wenn ihr also einen SSL-Server aufsetzt und er unterstützt SSL Version 2, 3 und TLS 1.0 bis zu 1.2, werden eigentlich immer dieselben RSA-Schlüsselpaare benutzt. Okay? Und wenn wir das berücksichtigen, dann wird auf einmal Drown ein praktikabler Angriff gegen viele TLS-Server. Es ist machbar, im akademischen Sinne praktikabel.
immer noch teuer, aber durchführbar. Wir können uns das leisten, wenn wir zum Beispiel das Geld zusammenlegen. Und wenn wir jetzt wir haben zwei Implementierungsfehler außerdem in OpenSSL, wenn wir also all das verbinden, dann können wir eigentlich alle SSL Version 2 Implementierungen brechen, die es dort gibt. Und hier schauen wir uns jetzt zwei Implementationsfehler in OpenSSL an. Und wenn wir das kombinieren mit dem bereits vorhandenen Drown Attack, haben wir auf einmal einen trivialen Angriff. Das heißt, es braucht dann vielleicht ein paar Minuten auf einem Laptop, geben sehr viele TLS-Server. Okay. Also, fangen wir an mit Bleichenbachers Angriff von 1998. Bevor ich mit dem anfange, möchte ich nur schnell wiederholen, was der RSA-Schlüsselaustausch für TLS ist, wie der aussieht. Es gibt verschiedene Wege, die Schlüssel auszuhandeln. Wenn ich sage Schlüssel, dann meine ich den symmetrischen Schlüssel für die Session. Also asymmetrische Verschlüsselung mit RSA zum Beispiel ist sehr teuer, deswegen machen wir einen Schlüsselaustausch für einen symmetrischen Schlüssel über RSA. Das ist also nicht sehr viele Daten. Und dann die eigentliche, der Inhaltsverschlüsselung für das, was man wirklich austauscht über die SSL- oder TLS-Verbindung, wird dann AES oder Triple DES oder AC4 oder irgendwas für den Inhalt benutzen, eine symmetrische Verschlüsselung. Und was wir uns jetzt anschauen, ist also nur diese Aushandlung des Schlüssels für die symmetrische Verschlüsselung. Wir haben also einen TLS-Client und einen TLS-Server. Der TLS-Client fängt immer mit einem Client-Hello an und darin enthalten ist eine Zufallszahl des Clients. Das ändert sich mit jedem Request. Der Client ändert diese Zahl mit jedem Request. Und dies wird im Klartext versendet, so der Angreifer kennt diesen Schlüssel. In der Antwort des TLS-Servers ist dann das Server-Hello. Dort drin enthalten ist auch eine vom Server generierte Zufallszahl und auch diese ändert sich mit jeder neuen Verbindung. Und auch die wird im Klartext ausgetauscht, also beide Seiten sind einem Angreifer bekannt. Und außerdem wird dann dieses Zertifikat übersendet, was man zum Beispiel von Komodo oder irgendeiner anderen Zertifizierungsstelle kauft. Also das kann man vielleicht auch mit Let's Encrypt kostenlos bekommen. Und in diesem Zertifikat ist ein öffentlicher RSA-Schlüssel enthalten. Und dieser öffentliche Schlüssel wird mit dem Zertifikat also gesendet und mit der nächsten Nachricht, mit dem Client Key Exchange, mit der TLS-Client etwas erzeugen, was sich Pre-Master Secret nennt. Und dies ist der einzige Teil, der wirklich völlig geheim ist in dem ganzen Austausch. Dies wird also nicht im Klartext gesendet, sondern verschlüsselt über RSA mit dem Schlüssel des Zertifikats, das gerade vom Server empfangen wurde. Und das wird dann wieder gesendet. Im nächsten Schritt, und dies ist ein sehr wichtiger Schritt, wird der TLS-Server das Pre-Master Secret entschlüsseln, das er gerade empfangen hat, und davon dann leiten sowohl Client als auch Server denselben symmetrischen Schlüssel ab. Okay? Also das heißt, der Angreifer kennt die Zufallszahl des Clients und die des Servers und er sieht eine verschlüsselte Version des Pre-Master Secret. Und wenn der Angreifer dies entschlüsseln kann, dieses Pre-Master Secret, dann kennt er das Master Secret, also den symmetrischen Schlüssel, der für die Inhaltsverschlüsselung verwendet wird. Mit welchem Algorithmus auch immer. Das ist also der heilige Gral, den wir brechen wollen. Der Breichenbacher Angriff in 98 erreicht genau das. Das ist wichtig. Was ich außerdem erwähnen muss, ist, diese Entschlüsselung kann fehlschlagen. Wenn der Angreifer, sagen wir mal, einen beliebigen Ciphertext, irgendwelche Junk-Daten sendet, muss der Server dies zunächst entschlüsseln, diesen Ciphertext, um herauszufinden, ob dies ein gültiges Pre-Master Secret ist oder nicht. Um das zu machen, wir brauchen ein Oracle. Das ist ein kryptografisches Wort. Das bedeutet ein Service, das bekommt eine beliebige Ciphertext und davon kann man es geht nur zurück mit einem 1 oder 0. Das hängt an, ob etwas gut verschlüsselt war oder nicht. Wenn diese erste Verbindung sieht valid aus, dann wird es entweder mit 1 oder 0 wahr oder falsch zurückschicken. Wir haben einen Client und Server und einen Angreifer, das in der Mitte zuhört. Dann vielleicht verändert einige Parameter in dieser Verbindung und dann
Und dann kann dieser Oracle etwas unverschlüsseln und davon wissen, ob es etwas gut gemacht war oder nicht. So, wenn ein So jedes Mal, dass dieser Oracle mit einem 1 zurückkommt, weiß dieser Angreifer, dass etwas gut unverschlüsselt war. Und wenn ein Angreifer das macht, so für 1000 Mal gemacht, kann ein Angreifer der wahre versicherte Verschreibung verstehen. In der Original Bleichenbacher Papier hat er das normale TLS gab eine Fehler Nachricht, dass das ganz klar zurückkommt. Und die haben nicht probiert, diese TLS Standard zu verbessern, aber wir machen als eine falsche Idee, dass eine unversicherte PMS, wenn wir mit dem Flow weitermachen, gibt es dann einen späteren Fehler, weil der symmetrische Key, der herauskommt, dann verschieden ist für Client und Server. Das heißt, man verwendet verschiedene Schlüssel und die Entschlüsselung, die Kommunikation ist nicht mehr möglich. Das sieht also aus wie hier. Der Server wird das Pre-Master Secret entschlüsseln und immer ein zufälliges Pre-Master Secret erzeugen. Und abhängig davon, ob die Entschlüsselung erfolgreich war oder nicht, wird Folgendes passieren. Im Erfolgsfall wird das Pre-Master Secret entschlüsselt und falls das fehlschlägt, wird ein neuen Zufalls-Pre-Master Secret fortgefahren. Und das bedeutet, dass all die Implementierungen, die wir angeschaut haben, sind in diesem Punkt gleich. Dadurch wird es im RFC ist ja so eine Implementierungsverbesserung eingebaut worden, ist es dann nicht zu unterscheiden von außen, ob das fehlgeschlagen ist oder nicht. Und wir haben jetzt einen neuen Bleicherbacher-Angriff entwickelt. Schauen wir uns also mal SSL Version 2 an, das Protokoll. Es ist ein wenig unterschiedlich zur Version 3, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Wir haben also auch ein Client-Hello und ein Server-Hello. Und wir haben auch diesen kleinen Key-Austausch, nur mit einem anderen Namen, indem wir diesen symmetrischen Schlüssel, der beim Client erzeugt wird, senden. Und dann würden beide ihre symmetrischen Schlüssel erzeugen. Und was hier interessant ist, ist, der erste, der mit einer verschlüsselten Nachricht antwortet, ist der Server. Und das hat sehr wichtige Schlussfolgerungen oder Folgen. Wenn der Client, dass der Server Verify ist, also eine verschlüsselte Nachricht mit einem Schlüssel, dem Master Key, den beide Seiten jetzt wissen sollten, und der Client erhält diese Nachricht, ohne beweisen zu können, dass er denselben symmetrischen Schlüssel hat. In SSL Version 3 und TLS ist das anders. Diese Nachricht wird nur gesendet, nachdem der Client benutzt hat durch eine fertige Nachricht, dass er denselben Schlüssel besitzt. Wir bekommen jetzt aber eben einen Ciphertext, der mit einem unbekannten Schlüssel verschlüsselt ist, denn wir kennen den Schlüssel eigentlich noch nicht. Und die Frage jetzt, bitte akzeptiert, dass dies eine wichtige Frage ist, die wir aufwerfen müssen. Und ich werde das in den nächsten paar Folien erzählen. Können wir diesen Schlüssel kennenlernen? Wir bekommen diesen Ciphertext. Können wir den Schlüssel kennenlernen, der mit der Verschlüsselung dieser Nachricht verwendet würde? Und wenn wir uns die Spezifizierung von SSL Version 2 anschauen, dann sehen wir, dass es sogenannte Export-Krypto-Algorithmen gibt, die nur 40-Bit stark sind. Dies ist also, wie eine Cipher-Suite vom Namen aus aussieht. Also die Namen haben ein solches Format, sagt uns, es gibt eine symmetrische Verschlüsselung, ein Algorithmus hier RC2,
Es werden 128-Bit-Schlüssellängen verwendet. Es wird CVC als Verschlüsselungsmodus benutzt. Und es wird Export 40 mit MD5 als Hash-Algorithmus verwendet. Wir haben also 128-Bit-Schlüssel, aber nur 40 Bit von diesen 128 sind wirklich für die Verschlüsselung. Ich habe gesagt, der Client erzeugt den Schlüssel und verschlüsselt das mit dem öffentlichen Schlüssel des Servers und sendet das. Und hier ist es so, dass also nicht 128 Bit voll verschlüsselt sind, sondern nur 40. Und diese 40 werden verschlüsselt und 68 werden im Klartext versendet und können von allen gesehen werden. In den 90er Jahren hat die Clinton-Administration diese Regel aufgestellt. Sie haben gesagt, okay, also 40 Bit sind genug, um ja Leute mit Online-Banking oder so zu schützen. Aber offensichtlich wollte die US-Regierung in SSL-Verbindungen hineinschnüffeln, was auch von den Ländern, allen Ländern, die sowas verwenden. Wenn wir uns die Implementierung anschauen, dann wurde der Master-Schlüssel auf eine Weise gebaut, dass die Klartext-Bits angehängt wurden an die verschlüsselten geheimen 40-Bit. Und für Nicht-Export-Kryptoalgorithmen hat man dieselben Cipher ohne diese Export-40-Markierung. Das ist also, dann ist es so, dass die Länge der Bits, die Anzahl der Bits, die unverschlüsselt gesendet werden, einfach null ist. Also vielleicht nicht so die allerklarste Art, das zu tun, aus der computerwissenschaftlichen Sicht, aber es ging so in den 90er Jahren. Okay, schauen wir uns nun dieses Server Verify an. Diese eine Nachricht, die wir bekommen und in der wir wissen wollen, was der Schlüssel ist. Wenn wir uns die Spezifizierung anschauen, sehen wir, dass das Server Verify nichts anderes ist als, dass die Zufallszahl des Clients, die gerade empfangen worden ist, wir kennen deswegen den Klartext dieser Nachricht und das wurde dann mit dem Master Key verschlüsselt. Wir kennen also den Plaintext und wir kennen den Ciphertext. Und wir möchten außerdem, wir wissen auch, wenn das mit 40-Bit-Export-Cipher ausgehandelt wurde, und das können wir erzwingen, dann sind nur 40 dieser Master Key-Bits wirklich geheim. Und das heißt, wir können jetzt einen Brute-Force-Angriff, eine Brute-Force-Suche machen. Wir haben den Plaintext, wir haben den Ciphertext und wir können den Schlüssel suchen und brauchen dafür nur 240 Möglichkeiten, die wir durchprobieren müssen. Und das dauert auf fette Hardware ein paar Sekunden oder vielleicht Minuten. Aber wir könnten das in einem Tag auch auf meinem Laptop machen. Das ist also nichts wirklich kritisch Schwieriges. Okay. Lasst mich nun sagen, warum das wichtig ist und warum das ein neues Bleichenbacher Orakel ist. Nehmen wir an, dass wir einen neuen Geheimtext, ein neues verschlüsseltes Pre-Master Secret erzeugen und 40 Bits geheim halten und das senden. Und das tun wir zweimal mit dem gleichen Ciphertext. Dann haben wir zwei Server-Verify-Nachrichten. Wenn wir nun den Schlüssel berechnen, den der Server verwendet für das Server Verify. Falls das Pre-Master Secret nun korrekt war, können wir diesen Pfad hier gehen und gehen dann weiter mit dem entschlüsselten PMS. Das Pre-Master Secret ist gleich, dann ist auch das Master Secret gleich und dann haben wir denselben Master Key. Falls das Pre-Master Secret ungültig war, folgen wir diesem Pfad. Und das bedeutet, dass der Master Key für beide Server Verify Nachrichten verschieden sein wird, weil der Server ein neues Pre-Master Secret generiert für jeden neuen Versuch, der reinkommt. Und das können wir unterscheiden als Angreifer. Und dies ist dann ein neues Bleichenbacher Orakel. Mit der einzigen Bedingung, dass wir, wenn wir keine Fehlermeldung vom Server kriegen, okay, alles ist korrekt verschlüsselt, wie in dem Standarddokument, im RFC. Das Problem ist aber, wenn wir den gleichen Text senden mit dem Server Verify, wird der Server für das Server Verify denselben Schlüssel zweimal verwenden und dann wissen wir, das war ungültig und sonst wissen wir, dass es gültig war. So, wenn wir das gemacht haben, und es wäre eine viel größere Gruppe, dass dieser Angriff gefunden hat. Und dann haben wir einen praktischen Angriff für SSL zweite Version. So, man muss vorstellen, dass viele akademische Leute ganz froh, das gefunden zu haben, so in Ivory Tower gefunden, aber es ist gar nicht relevant, weil es
So müssen wir ein bisschen weiter suchen. Was kann man dann, das ist ein cooles akademischer Angriff, aber wie ist das zum Internet relevant? So, wir müssen jetzt besser verstehen, wie man echt SSL und TLS benutzt, wie ist es konfiguriert. Wenn man ein Server baut mit Apache oder Nginx oder sowas, es gibt keinen Weg zu sagen, wenn ein Client eine Verbindung macht mit TLS 1.2 und dann noch eine Verbindung mit SSL Version 3 bekommt man zwei verschiedene Keys. Jetzt, wenn man ein Server baut oder ein System baut, ist es immer die gleichen RSA privat und ein öffentlich Key Schlüssel gibt. Und es was ist auch sehr wichtig oder sehr interessant? Eine valide Frage ist, werden Leute die gleichen TLS-Zertifikat für verschiedene Protokolle benutzen? Zum Beispiel, wenn jemand ein Zertifikat von Let's Encrypt kauft und dann man es benutzt für SMTP, IMAP, POP3 und alle die anderen verschiedenen Protokolle. Normalerweise machen Leute das. Und das ist jetzt problematisch, weil jeder schaut HTTPS an, aber Leute schauen die TLS-Konfiguration für die anderen Protokolle, SMTP, IMAP, POP3 und sowas. So. Und das und dann geht man in die Richtung von Bleichenbach Attack und es geht gegen RSA Ciphertext. Und es hängt nicht an, welche TLS Version benutzt ist. Es geht für alle Typen von TLS Versionen. So, wenn man 10 verschiedene Systeme hat und die alle die gleichen Zertifikat haben und nur eine von diesen Systemen kann man von Drown angegriffen werden, dann sind alle 10 Systeme vielleicht auch angriffbar von Drown. So, zum Beispiel, das ist klar, und wenn es einen Server gibt, der das TLS und SSL erlaubt, dann kann ein Angreifer auf diese TLS-Verbindung analysieren und dann kann man dieses System als Bleichenbacher Oracle benutzen, um diese Schlüssel zu verbrechen. So, wenn mein System SSL Version 2 erlaubt ist, kann man auch die andere Versionen verbrechen. So, was hier neu ist, wenn man zwei Systeme hat und dann die beiden die gleichen Schlüssel oder die gleichen Schlüssel, aber vielleicht verschiedene Zertifikate benutzen, zum Beispiel mit Heartbleed, haben wir bemerkt, dass dieser Heartbleed-Angriff wird diese Keys komprimieren. So, mit einem Heartbleed-Angriff könnte man diese Privatschlüssel lernen. So, dann muss man ein neues Zertifikat kaufen. Und was viele Leute gemacht haben, dann haben Leute ein neues Zertifikat gekauft, aber mit den gleichen RSA-Schlüssel. Und das ist gar keine Idee. So ist es auch möglich, dass die zwei benutzen die verschiedenen Zertifikate, aber benutzen immer noch die gleichen RSA-Schlüssel. So in diesem Fall, sagen wir als Beispiel, vielleicht ist dieser zweite Server nicht zum Drown erreichbar oder angriffbar. So, aber zum Beispiel dann kann man auf diese erste Verbindung zu diesem unangreifbaren Server schauen und dann zu einem zweiten greifbaren Server diese Bleichenbar Angriff machen. So, wenn wir durch dieses Internet schaut, so wer benutzt die gleichen RSA-Schlüsselpaar von verschiedenen Ports?
Und es gibt eine substanzielle Nummer von Schlüsselpaar, die so gleich sind. Hier ist, man liest es so, diese erste für diese Kolumne von Port 25 SMTP. Wo hat man diese Zertifikat auf einer anderen Port gefunden? So sicher, so für alle Systeme, die SMTP hat, haben wir gefunden, dass 30% haben diese gleiche Zertifikat am Port 3 hier und 31 oder 39, 29 haben IMAP. Und was interessant hier ist, ist, dass Leute diese gleichen Schlüsselpaar über gleichen Protokoll benutzen. Zum Beispiel mit HTTPS. Für viele Servers auf HTTPS haben wir bemerkt, dass sie viele Servers angreifbar sind. Man schaut auf die Konfiguration von HTTPS, aber man schaut auf die Konfiguration von SMTP nicht so viel. Für SMTP, wenn man nicht eine TLS-Verbindung bauen kann, es wird sehr schnell zurück zum Plaintext zurückgehen. So für SMTP schlechtere Verschlüsselung ist besser als Plaintext. Aber das bedeutet, dass wenn man eine Schwachheit in SMTP findet, kann man auch etwas auf 443 HTTPS verbrechen. So das bedeutet, dass ungefähr zweimal so viele Systeme sind jetzt angreifbar zu drown. Und wenn diese Angriff weitermachen, sogar wenn ein System, das vielleicht der HTTPS nicht zum Drown angreifbar ist, aber wenn wir einen anderen Port anschauen, können wir sehen, dass dieser andere Port auch angreifbar ist. So das bedeutet, dass 50% von SMTP-Servers von Drown angreifbar sind. Für Port 443, das bedeutet ungefähr ein Drittel von alle Systeme sind angreifbar, weil irgendwo die gleichen RSI Schlüsselpaar ist auf einem anderen Port benutzt. Es ist wirklich substanziell, wie viel dieser Angriff erweitert ist bei diese Fehler oder diese. Und so, wir wissen, dass Drown immer noch ziemlich schwierig ist. Es ist nicht ein einfacher Angriff. So wie können wir es mehr effizient machen? So, wir müssen 2 zum 40. Stärkheit. Wir müssen ungefähr 1000 Oracle Verbindungen machen. Und wir haben einige Codeschnitten von OpenSSL gemacht und dann haben wir eine Implementation von MD2 und RC4 in OpenSSL gemacht. Das bedeutet, dass für einen Vollangriff, das ist ungefähr 50 Tage. Dann haben wir Leute von Hashcat gefragt. Es war eine von Hashcat-Team, ist auch eine Mitschreiber von Drown. Wie kann du uns helfen? Weil es ist wirklich ähnlich zu, wie wenn man ein Kennwort sucht. Es ist wirklich ähnlich zu Kennwort-Cracken. So dass er über Nacht etwas 30 Mal so schnell gemacht, wenn wir diese Optimize Hashcat benutzt haben. Und das war unglaublich schön. Dann haben wir es zum Amazon EC2 gemacht und für nur $440 könnte man das in 8 Stunden machen. Das ist eine substanzielle Verwaltung von diesem Angriff. Jetzt haben wir einen praktischen Angriff für viele SSL-Servers. Und das ist die Drown-Angriff, das geht gegen jede SSL-Version 2.
Und jetzt haben wir noch zwei weitere Fehler in OpenSSL, dass das Drown wirklich verbessert. So, zuerst haben wir etwas mit dieser Cypher Suite. Wenn man SSL oder TLS-Konfiguration hat, hat man immer eine Protokollversion und eine Cypher Suite. Und mit jeder neuen Protokollversion gibt es einen Haufen neuen Cypher Suites, die herausgekommen sind. Und was nun viele Leute machen, ist, sie konfigurieren ihre Cypher Suites. Sie sagen, wir nehmen nur noch die sicheren Cypher Suites oder Kryptoalgorithmen und nehmen also Dinge heraus wie SSL Version 2, um den Poodle-Attack zu verhindern. Aber SSL Version 2 wird aber jetzt nicht explizit deaktiviert. SSL Version 2 zwar deaktiviert, aber nicht alle Cypher Suites, also Kryptoalgorithmen, werden auch explizit ausgeschlossen. So sollte Drown nicht funktionieren. Also wie macht nun SSL Version 2 das Aushandeln der Cypher Suite des Algorithmus? So funktioniert das. Im Client gibt es das Hello. Der Client fragt, hey Server, möchtest du mich vielleicht mit Export-Kryptoalgorithmen unterhalten? Und die Antwort in SSL Version 2 würde dann lauten, nein, tut mir leid, ich mache keine Export-Kryptoalgorithmen. Und der Client wird dann sagen in SSL Version 2, oh schade, okay, ciao, dann bis zum nächsten Mal. Oder man versucht eine Protokollversion, eine andere. Und dies hier ist der relevante Code, der benutzt wird, nach dem Handshake, den ich euch gerade gezeigt habe. Nehmen wir also an, der Client sagt nicht, ciao, tut mir leid, zu schade, dass wir nicht mit Export-Krypto-Algorithmen reden können. Wenn der Client aber stattdessen sagt, okay, ich werde auch nicht Export verwenden, schauen wir mal, was dann der Code macht. Also hier empfangen wir die Daten aus dem Netzwerk. Dies ist also die Nachricht, die das verschlüsselte Pre-Master Secret enthält und außerdem den Kryptoalgorithmus, den der Client gerade ausgewählt hat für die Aushandlung. Und dann bekommt man also die Cypher Suite über den String, der hereinkam, also über das Zeichen. Jede Suite hat ein Zeichen. Es gibt also ein Byte, das einen bestimmten Kryptoalgorithmus angibt. Und dadurch bekommt man dann einen Pointer zu dem jeweiligen Kryptocode. Und wenn das nicht erfolgreich war, was bedeutet, dass ein Kryptoalgorithmus ausgehandelt werden soll, der nicht im Code einkompiliert ist. Wenn er einkompiliert ist, wird er benutzt. Aber wer sieht nun den Teil, der wirklich die Konfiguration überprüft? Er ist nicht da. Also wir haben ihn nicht gefunden. Und was also wirklich passiert, ist eine nicht Standard SSL Version 2 Implementierung, die sich nicht an den Standard hält, kann also erzwingen, dass ein Krypto-Algorithmus verwendet wird. Also können dann sagen, okay, wir verwenden trotzdem Export 40 Algorithmus und das wird dann auch funktionieren, das wird dann passieren. Die Geschichte dahinter ist also die folgende. Nimrod hat das getan, hat SCAPI, eine sehr schlechte SCAPI-Implementierung verwendet, Implementierung eines Scanners, um zu schauen, wie viele Systeme im Internet SSL Version 2 unterstützen. Ich habe den ersten Scan ausgeführt und ich fand diese unglaubliche Anzahl von Servern, die SSL Version 2 unterstützen. Dann nahm ich einen anderen Scanner, der nach SSL Version suchte und der sagte uns dann ganz oft, nein, wird nicht unterstützt. Und dann habe ich debuggt und was Nimrod ist einfach zu faul, um diese Nachricht zu parsen. Also Nimrod hat dann gesagt, du magst nicht gern Export 40, egal, ich rede trotzdem Export 40. Und es war ihm also egal, was der Server ausführt. Und das war also der Unterschied, warum dieser Scanner so viel mehr fand. Und da hatten wir einfach Glück, dass wir diese Implementierung verwendet haben, diese Scanner-Implementierung. Wenn wir diesen Fehler in der Scanner-Implementierung nicht gehabt hätten, hätten wir vielleicht gar nicht diesen Bug in OpenSSL bemerkt. Also unabhängig von eurer Konfiguration, in eurer Krypto-Algorithmen-Konfiguration, diesen Bug gegen OpenSSL zu verwenden, bedeutet, dass ihr alles Mögliche aushandeln könnt über OpenSSL, was ihr wollt. Mit einer Implementierung, die sich halt nicht genau an die Standards hält. Mit einem Client, der sich nicht genau an die Standards hält. Das heißt, dieser Server ist dann angreifbar mit Drown und das ist cool.
Das zweite Ding ist ein spezielles Drone. Das ist jetzt wirklich sehr speziell. Das ist auch ein Fehler in der Implementierung. Nicht in der Implementierung, ein Fehler. Verwenden wir also wieder diese Export 40 Cipher Suite, RC2 mit 128-Bit Schlüsseln, aber wir übertragen alle bis auf 40 Bits im Klartext, das habe ich schon erklärt, dass das also heißt, nur 40 Bits sind effektiv die Verschlüsselung. Und es ist nun durch einen Implementierungsfehler erlaubt, dass diese Klartext-Bits benutzt werden können, auch in Kombination mit Nicht-Export-Krypto-Algorithmen, mit stärkeren Algorithmen. Also, ein Client, der sich an den Standard hält, würde jetzt für einen Nicht-Export-Krypto-Algorithmus alle 16 Bytes oder 128 Bits verwenden und die würden alle mit dem geheimen Teil des Schlüssels, den wir gerade aus dem verschlüsselten Pre-Master Secret entnommen haben, verwenden. Wenn wir aber 4 Klartext-Bytes senden, zusammen mit einem 16-Byte Pre-Master Secret, das verschlüsselt war, wird dies immer noch vorne angehängt an das verschlüsselte Pre-Master Secret. Und das heißt, dass also das Schlüssel 13 bis 16 einfach wegfallen. Wenn wir also jetzt 15 Klartext-Bytes senden, dann auf einmal haben wir ein Server-Verify, das verschlüsselt wurde mit einem 128-Bit-Schlüssel, bei dem wir alle bis auf ein Byte kennen. Und damit können wir eine Brute-Force-Suche mit im Durchschnitt 128 Verschlüsselungsversuchen. Und wenn wir das nun schrittweise tun, wir schicken 15 Nullbytes im Klartext, dann haben wir ein Byte, dann lernen wir Byte 1 des Schlüssels. Dann im nächsten Schritt senden wir 14 Nullbytes. Wir kennen bereits, empfangen bereits das bekannte Byte 1 in Nummer 15 und das nächste Byte können wir dann herausfinden mit Brute Force. Und das können wir dann schrittweise tun. Wenn wir also in diesem Fall, dass wir 0 Bytes senden und bereits die ersten 15 Bytes kennen, dann müssen wir eben nur für das letzte Byte wieder nur im Durchschnitt 128 Verschlüsselungsversuche für Brute Force ausführen. Das ist also dieses Special Down, also eine spezielle Version dieses Angriffs. Das generische Down hat immer noch die Komplexität 2 hoch 40 pro Oracle Request und wir müssen sowas für 1000 Oracle Requests durchführen. Das ist also relativ viel, aber mit dieser 240 Komplexität diese 2 hoch 40 Komplexität verringert sich jetzt auf 15 Probeverbindungen und in jedem Schritt brauchen wir 128 Angriffe. Das sind also insgesamt 1920 Verschlüsselungsversuche und das kriegen wir in wenigen Minuten auf einem normalen Laptop hin und das ist also wirklich ein neuer Schritt. Was hier interessant ist, ist, dieser Bug wurde gefixt bei den Entwicklern von OpenSSL, ohne zu wissen, dass dieser Bug vorhanden war. Es wurde also ein Bug-Report eingereicht, der überhaupt nichts mit Drone zu tun hatte. Das war vor anderthalb Jahren, da war Drone noch gar nicht bekannt. Und OpenSSL hat einen Patch veröffentlicht und dieser Bug wurde gepatcht, ohne den Bug erkannt zu haben. Also nicht wirklich ein geheimlicher Fix, sondern ein Fix, in dem niemand gesehen hatte, was eigentlich los war. Und später fanden wir aber heraus, dass es eben ein sehr wesentliches Problem war. Und warum erkläre ich das? Wir können jetzt scannen, wieder das Internet danach scannen und suchen, wer hat seine OpenSSL-Implementierung nicht gepatcht, obwohl der Patch anderthalb Jahre alt ist. Und dies ist also die Anzahl der Internet-Hosts, der Server, die eine Art, irgendeine Verschlüsselung verwenden mit OpenSSL, mit einer Version von OpenSSL, die über als anderthalb Jahre alt ist. Die Leute patchen also nicht wirklich. Wenn man das vergleicht mit der Anzahl der Servers, die für Drone angreifbar sind, dann werdet ihr sehen, dass die meisten eben dieses OpenSSL-Problem haben. Die Anzahl ist sehr ähnlich. Okay, also fassen wir zusammen. Ein Satz, den ich nur sagen muss, uralte SSL Version 2 bricht immer noch heutiges TLS und wir machen nichts anderes, müssen nichts anderes tun, außer SSL Version 2 zu deaktivieren und dann ist das für immer erledigt. Also
wen müssen wir jetzt hier, wem müssen wir die Schuld geben für John? Wer hat den Fehler gemacht? Also zunächst mal sehr offensichtlich, wir haben einen Fehler im Crypto-Design aus den 90er Jahren. Ja, das ist also nicht so überraschend. Etwa vor 20 Jahren passiert natürlich viele Dinge seitdem. Dann haben wir einige Fehler in einer Kryptoimplementierung aus den 90er Jahren. Die OpenSSL-Leute würden sagen, okay, ich habe mir niemals irgendeinen SSL-Version 2-Code angeschaut. Also das ist eine uralte Implementierung. Was ein größeres Problem ist, sind die Probleme in der Krypto-Konfiguration. Weil Leute also ihre Server konfiguriert haben auf eine sehr schlechte Art und Weise. Und was auch sehr interessant ist, die Export 40 Krypto-Algorithmen sind ein wesentlicher Teil von Drawn. Drawn wäre kein praktikabler Angriff, wenn wir nicht durch die Politik, durch die Clinton-Administration die Tatsache hatten, dass eine Regulierung aufgezwungen wurde, nämlich dass eben Export-Kryptographie nur 40-Bit stark sein darf. Okay, was sind nun die Möglichkeiten, dies abzumildern für Administratoren? Deaktiviert SSL Version 2. Und wo ihr gerade dabei seid, deaktiviert auch gleich SSL Version 3. SSL ist unsicher, verwendet es nicht mehr. Aktualisiert euer OpenSSL regelmäßig. Das ist etwas, was ihr für jede Library tun solltest. Jede Library, die irgendwie was mit Security zu tun hat. Das ist also das, was die Admins tun können. Was Bürgerinnen und Bürger tun können, ist, stimmt ab gegen Hintertüren in Kryptographie. Vielen Dank. Vielen Dank, Sebastian. Haben wir Fragen aus dem Publikum? Okay, wir haben eine Frage, glaube ich. Wir fangen mal mit dem Mikrofon 3 an. Es gibt zwei Fragen. Erste, wie spezifisch ist das für RSA? Würde es auch für Diffie-Hellman-basierte Versicherung? Und nach Hardplate haben viele Leute durch OpenSSL geschaut und auch Forks gebaut. Sind Sachen mit OpenSSL verbessert? Ja, die erste Frage war also, ist das nur bei RSA vorhanden, dieses Problem? Ja, wir können den Server hier nun die Rolle des Servers einnehmen. Mit wirklich guter Hardware können wir den Server nachspielen. Schwer zu erklären, ohne Folien dafür. Also schaut dir den Aufsatz an. Wir können Diffie-Hellman brechen, aber das ist kein Offline-Angriff mehr. Da brauchen wir einen aktiven Angreifer in der Mitte. Das war die erste Frage. Und das ist dann beschränkt auf RSA, ja. Also Diffie-Hellman können wir so nicht angreifen. Die zweite Frage? Ist OpenSSL oder andere Implementierungen sind verbessert seit Heartbleed? Also dieser Bug ist nicht in einer Code-Überprüfung gefunden worden. Wahrscheinlich, weil die Leute sich gar nicht mehr um SSL Version 2 gekümmert haben. Das ist ja sowieso völlig kaputt. Also das war eigentlich eine gute Code-Überprüfung. Okay, thank you. Okay, danke. Haben wir Fragen aus dem Internet? Nein. Mikrofon 1, bitte. Eine Nachricht. Dass man OpenSSL ein Update machen muss. Man kann nicht nur ein Update machen, muss auch alle die Prozesse weiterbauen und weil alle die rennenden Prozesse sind immer mit die anderen Prozessen verbunden. Ja, und so macht ihr euch natürlich eure tolle Uptime von 1000 Tagen kaputt. Yeah. Aber muss sein. Ja. Das ist die Faktor von 1000, das zu 2 zu 40 sind. Wovon kommt das? Das kommt vom Algorithmus in Breichenbacher. Wenn Breichenbacher, als der Algorithmus von Breichenbacher 98 publiziert wurde, hieß es der Millionen-Anfragen-Angriff, weil man musste im Durchschnitt 1 Million Nachrichten verschicken zwischen Client und Server, um eine Entschlüsselung des Ciphertextes hinzukriegen.
Das hat sich nun dramatisch geändert in den Jahren seitdem. Es gibt viele Paper, die Verbesserungen des Angriffs publiziert haben, und nun sind es 1000 ungefähr. Das hängt von der Größe ab, vom Premaster Secret, aber im Durchschnitt 1000 Verbindungen sind nötig. Okay? Thank you. And the next question is on microphone one, please. Eine paranoidische Frage. Wenn man das für eine Library benutzt und wenn man sagt Disable Protocols, bedeutet das, dass man ein Function Call macht, No SSL Funktion. Warum schaut man das nicht daran? Warum schaut die Cipher Suites nicht an? Wie sind wir sicher, dass wir geschützt sein werden, wenn wir sagen, no SSL V2, wenn ich eine Verbindung oder ein Library baue? Also OpenSSL hat diesen Code gelöscht, nachdem wir das ihnen gesagt haben. Also aktualisiert einfach OpenSSL und dann ist das weg und nicht mehr im Repo. Und startet euren Server neu. Oder zumindest den Service-Prozess. Microphone 5 in the back, please. Yes, thank you. Dankeschön. Ich würde gerne fragen, haben Sie auf andere Crypto-Library anders als OpenSSL geschaut? Ja, also die meisten modernen Crypto-Libraries, mit modern meine ich solche, die in den letzten paar Jahren herausgekommen sind, die implementieren einfach SSL Version 2 gar nicht mehr. LibreSSL zum Beispiel haben den Code einfach gelöscht. Dieses andere auch, also die Python-Libraries zum Beispiel, haben das nicht mehr implementiert und so weiter. Aber all diejenigen, die wir angeschaut haben, zum Beispiel der Code, der in IIS im S-Channel drin ist, der unterstützt immer noch SSL Version 2 und hat denselben Protokollfehler. Also wenn ihr SSL Version 2 unterstützt, seid ihr verwundbar, unabhängig von eurer Implementierung, egal was eure Implementierung ist, jedenfalls soweit wir das gesehen haben. Warum die Name Drown? Ja, warum ertrinken? Drown. Eine gute Frage. Also Nimrod hat diese Ursprungsidee gehabt und das ist sein Lieblingsfilm, spielt hier eine Rolle. Dann haben wir ein Backronym ausgeführt, das ich jetzt gar nicht mehr im Kopf habe. Es steht im Papier, sorry. Ich weiß nicht mal mehr, wie das Backronym heißt. Das ist ein Arbeitstitel gewesen und der hat sich dann fortgesetzt. Und natürlich mehr Informationen im Fahrplan. Okay, weitere Fragen? Okay, in dem Fall habe ich eine Frage. Normalerweise sagt man, welche Welcher Politiker wollte Version 2 Sicherheit abschwächen? Auf der Bühne hört man sie nicht so gut. Also eine allgemeinere Frage. Wir haben die Politiker, die versuchen, die Schlüssel, die Sicherheit abzuschwächen. Wer war das noch gleich? Das war die Clinton-Administration. Also alle Politikerinnen und Politiker wollen das, im Wesentlichen Terrorismus und so, ja. Ja, weil wir alle schlimme Leute sind. Also wenn wir das jetzt machen, wenn wir jetzt Kryptoregulierung haben in neue Projekte, dann sollten wir versuchen, das in 5 bis 10 Jahren mit neuen Krypto-Doktoranden, die das dann hoffentlich angreifen. Das ist vielleicht eine gute Folge davon, aber generell ist das keine gute Idee. Andere Fragen in der Zwischenzeit? Ist das eine Frage? Nein, setzt sich nur hin. Hier ist eine Frage. Hi. Du hast gesagt, für einen Mail-Server ist immer noch eine gute Erinnerung, dass man Old Crypto erlauben. Da habe ich das nicht verstanden? Also es gibt ein Argument dafür, SSL Version 3 zu unterstützen, obwohl es gebrochen ist. Es ist gebrochen in einer Weise, der Pudel-Angriff verbraucht offensichtlich mehr Aufwand, um Version 3 zu brechen, als den Plaintext zu lesen. Mit dem Drown-Angriff ist es eine andere Sache.
Denn selbst wenn man sichere TLS-Verbindungen verwendet, kann man die immer noch brechen, indem man SSL-Version 2 für den Angriff verwendet. Also das nennt sich opportunistische Verschlüsselung. Also irgendwelche schlechte Verschlüsselung ist immer noch besser als keine Verschlüsselung. Dieses Motto ändert sich durch Drown, weil hier etwas ist, was sich über Protokollgrenzen hinweg auswirkt. Kompromittiert das nicht diese RSA-privaten Schlüssel? Man muss keine neuen Schlüssel kaufen, also RSA-Schlüssel. Man sollte einfach nur die Version 2 aus der Konfiguration entfernen, den Server neu starten oder die Services und OpenSSL aktualisieren und dann seid ihr fein raus. Okay, irgendwelche andere Fragen? In dem Fall, bitte, gebt einen Jubiläumsapplaus an Sebastian Schinzel. Ja, und gebt uns Feedback in der Besetzungskabine, einen weiteren Sebastian.